Kapitel 11, Wiedervereinigung. Und damit herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Was für ein verrücktes 10. Kapitel. Ja, brutal. So. Wir sind mal wieder in etwas normalen Umgebung. Ja, was heißt normalen Umgebung? Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Ja, brutal. Ja. Basti sagt's ja schon. Hier zerfällt alles, bis auf die Klinik. So. Ich kann mich erinnern, dass hier auch, glaube ich, noch eine Statue war. Saß die auf einem Pferd oder wo war die? Da ist sie doch. Das war gar nicht mal so schlecht gezielt, ne? Da kommt der Schlüssel auch schon angefahren. Dankeschön. So, also was für eine verrückte 10. Kapitel. Laura, dann dieses riesige Viech in der Garage. Ey, brutal. Ohne Witz. Und hier ist alles zerstört. So, kann man den Laster öffnen? Nee, kannst du nicht. Muss man echt aufpassen. Oh, wie gut ist das denn? Black Hair Curse. Hier habe ich ein bisschen in The Grudge, aber es sieht auch sehr stark nach der Laura aus. Bei Laura. Bleiben wir bei Laura, ist glaube ich geschickter. Schnell da rein. Alter! Hab ich mich gerade erschrocken. Junge, 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 Junge. Das könnt ihr doch nicht machen. White Fog. Oh nee, oder? Ein Bild vom Safe. Taucht er wieder auf? Ich lad mal geschwind den Revolver nach. Nichts. Da ist ein Raum mit einem Koffer. Oh, ist aber auch gerade mal schön, wenn es gerade so ruhig ist. Richtig gut. Ja, zwei Patrönchen. Oh, ich habe mich zu früh gefreut. Und wegen Ruhe. Das Telefon. Oh. Das ist ja auch mies, gell? Quasi als Bild getarnt an der Wand. Holla, die Waldfee, was bist denn du? Neuer Gegenstand. Die Magnum. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Ja, geil. Den heben wir uns mal auf, oder? Starkes Ding. Oh,
hätte ich fast übersehen. Hätte ich fast übersehen. 150. Besser als nichts. Schack laufen, der Kleine. Ich glaube, mit dem hat sie es gerade erledigt, oder? Wir sind ja in den Gedanken von diesem Ruvik. Der spielt gerade wieder mit uns. Oh, Alter, 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 Alter. Der weist uns den Weg. Der spielt einfach. Ja, ich beeil mich doch schon. Kontrollpunkt. Der Schallplattenspieler. Wir haben gerade den Erste-Hilfe-Koffer aufgenommen, den großen. Schon mal sehr, sehr geil. Da hinterm Gatter ist, glaube ich, was, ne? Ja, ja, da sucht schon wieder einer. So, ich hätte auch von hier kommen können, okay. Ah, so viel zum Thema Schleichen. Ich glaube, wenn man bei dem hinten auf den Tank schießt. Halt, geh doch dahin. Zünd den an, den Typen. Dann explodieren die, gell? Nur vorbereitende Maßnahmen. Ich glaube, der steht auf, ne? Ne, der steht nicht auf. Ich muss aufpassen, ich habe nur 3 Schuss mit den Dingern. Okay. So, wen haschen die alles hier? Na, der trifft. Und sowas von trifft er. Hinüber. Scheiße. Boah, komm, geh rüber. Zack. Alter, die halbe Seite. Da hinten ist der Korb. Du bist clever, ne? Oh, wieso brennst du nicht? Der lässt nichts da, schade.
Da wäre Granaten. Alter, wie gut das gemacht ist. Wer denn da? Gut, hat der hier noch was hinterlassen? Den ersten, den wir hier getroffen hatten? Nee, gell? Schade, nichts. Den zünden wir an. Noch drei Streichhölzer übrig. So, gut, 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 gut. Können wir da auch hochklettern? Natürlich, der Sebastian kann es nicht. Aber hier ist eine Leiter. Ich wollte mich schon aufregen. Ich habe doch hier irgendwo noch gerade Schrotflintenmuni gesehen. Wo waren das? Da. Nehmen wir die. Einer. Oh, oh. Oh, das lief gut. Zünd an. Zünd an. Schade, dass sie nicht alle was da lassen, ne? Na gut, das ist. Oh, Spritze. Bin ich voll. Nehme ich doch gleich eine. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Hammer. Ist hier hinten noch was? Auch nichts mehr. Gut. Dann können wir jetzt rein theoretisch nochmal schnell in die Harpune reingehen. So war das jetzt nicht gedacht. Zwei haben wir nur. So. Altmodische Schlüssel. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Ach Gott. Alter, wer schießt denn da? Ach, der! Wir flüchten, das ist mir zu blöd. Mach auf, Sebastian. Das wäre jetzt alles reine Zeit- und Geldverschwendung. Wir müssen da runter, ne? Zwar noch da die Verfolger, aber die können uns, glaube ich, nicht folgen. Das finde ich sehr gut. Ein bisschen Glück muss man ja haben. Okay. Schön, schön. Wir kommen immer weiter. Ich frage mich gerade, wo die Kidman ist.
Bleibt dieses Auge jetzt die ganze Zeit dort oder geht das auch mal weg? So. Ich glaube, das müsste dann auch mal weggehen. Da schleichen wir uns an. Den machen wir. Okay, wo, ach, da müssen wir hin. Schwimmen kann er, das ist schon mal gut. Ach du Scheiße. Vom Regen in die Traufe, ne? Alter, geleck. Da schwimmt er. Wo ist denn da der nächste... Schwimm schon schneller. Oh, der braucht so ewig, bis der da oben dran ist. Ach was. Echt jetzt? Jetzt habe ich Stress. Nein, geh weg. Geh weg. Nein. Ich habe zu lange gebraucht. Das ist scheiße. Nee. So, pass auf. Was? Steig doch da hoch, Menschenskinder. Und jump. Ja, lass dir Zeit beim Rauslaufen. Ist schon okay. Ach Gott. Die einzige Ampel, die im Weg steht und ich treffe sie, ne? So. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich hätte den doch treffen müssen. Das dauert schon wieder viel zu lange. Schwimmen, Sebastian, schwimm doch einfach schneller. Ja, du kannst das. Das Viech kriegt uns nicht. Das ist so gemacht. Jetzt lauf halt schneller raus, du Lappen! Oh. Ja, Kruzifix. Habt ihr das gesehen? Oh, ganz gemütlich aus dem Wasser raussteigen. Ja, mein Tag, es war schon ein wenig nass und kalt. So geht das fein nicht, gell, junger Mann. Ey, 6 Schuss verballert, nur um nicht zu treffen. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ey, was du nicht sagst. So, wo muss ich denn hin? Da unten müsste es, glaube ich, lang gehen. Ich schaue noch mal hier oben. Oh ja, sehr gut. Sehr gut, dass die hier standen und nichts ist drin. Das ist sehr unfair.
Was hast du hier noch so rumliegen? Nichts mehr, gell? Das ist schon mal sehr gut. Scharfschützenmoney. Oh, warte. Das ist doch Ruvik. Oh, Kacke. Ja, gegen den kann ich ja nichts machen. Nee. Alter. Was sind das für Arme? Oh, Hölle. Eine billige Kopie? Ja, wenigstens 1000. Aber echt Glück gehabt, dass wir das geschafft haben. Oh, das ist ja furchtbar. Schickt er uns schon Kopien, dieser Lappen? Oh, dieser Kasper. Dieser Kapuzen-Kasper. Da ist nichts drin. 4 Schuss. 0. Oh, ist hier noch irgendwo was Interessantes? Was wir mitnehmen können. Irgendwie nicht, gell? Irgendwie nicht. Oh, warte, was war hier? Boah, ich laufe hier dran vorbei. Bist du wahnsinnig? Komischerweise haben wir zu viele Spritzen, gell? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Sebastian glaubt es auch nicht mehr. Ist das dreckig hier? War es das nicht schon vorher? Ist das sein Werk? Oh nee, hier ist alles kaputt. Da kann man. Da ist keiner mehr drin? Ey, Tatjana. Ja. Wo? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Ach, da ist sie. Oh, schau mal hier, wer ist das? Welcher Polizist ist das? Inspektor Brown, vermisst. Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptete vor seinem Verschwinden, wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Leiche in Kanalisation gefunden. Verstümmelte Leiche in Kanalisation gefunden, die
In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Ruvik. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Okay. Wahnsinn, Leute. So, wir holen mal unseren Loot ab. Mit einem Schlüssel. Ich war der Meinung, wir hatten zwei, aber okay. Oh ja, Suppe. 5000, 49.100 haben wir schon wieder. Und ein paar zerquetschte. Gesundheitstechnisch sind wir schon wieder echt gut aufgestellt. Wir sind ja voll. So. Einmal speichern, bitte. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier mal Folgenende. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei The Evil Within. Ciao, macht's es gut.